Das hier ist der Gaming-PC Hardware-Rat 400.3 und was die Kiste alles auf dem Kasten hat für den geringen Preispunkt und wie ihr den gewinnen könnt, das seht ihr jetzt. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar habe ich diese Kiste hier von Hardware-Rat bekommen, habt ihr eben im Intro schon gehört. Und der meinte, weißt du was, ich schicke dir das zu, mache ein Review drüber und dann verlost die doch einfach. Und das werden wir auch machen. Und wir werden uns natürlich auch noch ein paar FPS-Tests angucken. Ich habe das so in den gängigen Titeln in dieser Preisklasse, was da klappen sollte, getestet. Unter anderem aber auch Far Cry 6, weil das Teil, das kostet 489,99 €. Laut Geizhals aktuell, glaube ich, 525 € circa rum. Ich blende euch die Listen auch hinterher noch ein. Auf jeden Fall ist das ein Low-Budget-Gaming-PC und das reicht ja normalerweise für E-Sports-Titel. Sagen wir jetzt mal Counter-Strike, Apex Legends, ein bisschen PUBG und so. Das funktioniert alles wunderbar damit. Die FPS-Tests, die kommen dann später noch und ich zeige euch jetzt erstmal, was mit dieser Kiste so los ist. Grundsätzlich haben wir erstmal sehr, sehr viel RGB. Wie ihr seht, die SSD, die blinkt da fröhlich vor sich hin und das war's dann auch. Also RGB-technisch ist in dem Teil nichts los, wie gesagt, ist nur diese kleine LED, wenn die SSD am Arbeiten ist. Ihr seht hier den Boxkühler, darunter ist ein AMD Ryzen 5 4500, der hat 6 Kerne, 12 Threads, reicht aber halt für ja, E-Sports-Titel halt. Die Grafikkarte, das ist eine 4 GB AMD RX 6400, das ist quasi das kleinste Einsteigermodell, was ihr euch so holen könnt. Dazu haben wir noch 16 GB RAM, 3200 MTS, das entspricht ungefähr den Daten von AMD, also die sagen halt 3200 MTS ist so der Richtwert. Man kann es auch schneller betreiben, ob das jetzt bei dem Prozessor so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Und die SSD, die ihr da seht, das ist eine 512 GB, da könnt ihr dann in meinem Fall jetzt Far Cry installieren. Noch 4, 5 E-Sports-Titel, dann ist das Ding auch voll. Ist einfach so. Da ist ja noch Windows mit drauf, den ganzen Treiber und alles. War auch vorinstalliert, wenn ihr die Kiste kauft. Windows ist schon mit dabei, der Grafikkartentreiber ist mit dabei, das passt. Das Gehäuse ist natürlich sehr, sehr günstig ausgelegt. Das kostet, glaube ich, aktuell bei Geizhals 39,90 €. Hier vorne habt ihr Kunststoff. Airflow-technisch ist mit dem Ding jetzt auch nicht so viel los. Ihr habt hier oben so ein paar Schlitze, das funktioniert. Und unten drunter ist noch irgendwie so ein Schlitz, aber auch ohne Mesh und alles. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, naja, Airflow-technisch nicht so geil. Ich hatte aber keine hohen Temperaturen in dem System, muss ich wirklich sagen. Also der pimmelte immer so bei 50 Grad rum und das passt dann schon einigermaßen. Solltet ihr auf die Idee kommen, eine stärkere Grafikkarte reinzubauen später irgendwann, bei 500 Watt Netzteil ist dann irgendwo schnell der Ofen aus. Also so eine 6650 XT würde noch reingehen. Mehr würde ich jetzt nicht reinpacken. Hier habt ihr zweimal USB 3.0, dann habt ihr Kopfhörer und Mikrofonanschluss, einmal USB 2.0, einen Reset-Knopf und eben den ganz normalen Ein- und Ausschalter. Was ich aber cool finde, bei einem Preispunkt von rund 40 € für das Gehäuse, das ist Glas. Kein blödes Plastik, was irgendwann milchig wird, zerkratzt wird oder sonst was. Das ist schon okay. Jetzt schrauben wir diesen ganzen Bums auch mal ab und gucken uns auch gleich mal das Kabelmanagement auf der Rückseite an. Jetzt können wir auch mal vernünftig reinschauen. Das Mainboard, das ist ein ASRock B450M Pro 4. Das hat aufgekühlte Spannungswandler. Hier ganz normal der Stockkühler, der ja beim Prozessor grundsätzlich sowieso dabei ist, wenn man den jetzt so kaufen würde. Diese beiden GoodRAM IRDM RAMs mit 3200 MTS, 16 GB. Das ist in der Preisklasse auch ziemlich gut. Ich habe schon Systeme gesehen im Bereich um 500 €. Die haben dann 8 GB RAM. Das ist zu wenig in der heutigen Zeit. Die 6400, die hier drin ist, ist in dem Fall jetzt eine ITX-Karte, kann euch aber relativ egal sein, zieht auch nur Strom über das Mainboard, aber bei dem Netzteil sind auch die Kabel mit dabei, dass ihr dann hinterher noch eine stärkere Grafikkarte reinbauen könntet. Wenn die jetzt dann irgendwann 3 Stecker hat, wird es ein bisschen eng mit 500 Watt, aber die hier, das ist ganz klar keine externe Stromversorgung, die kommt so damit zurecht mit dem Strom vom Mainboard. Hier habt ihr ganz normal die Frontanschlüsse für USB, also das Kabel, wo ich ja letztes Mal auch meinte, dass es immer so steif ist. Das wurde hier auch schön in einem großen Bogen gelegt, dass es eben nicht kaputt geht. Hier der Stromstecker natürlich für das Mainboard und da oben der Stromstecker für die CPU. Warum sie das Kabel so da drin gelassen haben hier vorne, weiß ich nicht. Das ist halt hier für den Lüfter, der ist jetzt über PWM angeschlossen. Das hier hätte man noch irgendwie nach hinten legen können, das ist dieser Molex-Anschluss. Wenn man den anschließen würde und nicht den auf dem Mainboard, würde er aber die ganze Zeit auf 100% drehen. Wäre auch blöd. Schauen wir uns jetzt auch mal die Rückseite an. Hier haben wir ganz normale Rändelschrauben, die machen wir jetzt ab und dann ziehen wir einfach nur das Rückblech ab. Jetzt ist die Rückseite auch schon offen. Ich habe nichts dran geändert. Wir haben den schon mal aufgemacht im Livestream. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr mit dabei wart auf Twitch. Und Hardware-Rat war da auch mit im Chat und hat uns noch ein bisschen was erklärt. Unter anderem dieser Aufkleber hier unten. Da steht zusammengebaut von 39. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn mit dem Ding irgendwas sein sollte und das lag am Zusammenbauen, kann er dem Mitarbeiter der Nummer 39 eben an die Karre pissen.
Aber Kabelmanagement technisch sieht das Ding wirklich gut aus. Also der hat hier oben den EPS-Stecker. Gut, hier hätte noch ein Kabelbinder hingekonnt, hier auch. Ja, aber das hält ja euch als Endkunden, juckt es meistens sowieso nicht. Das sind die ganzen Top-Anschlüsse oben mit USB und so weiter. Ein- und Ausschalter und natürlich Mikrofon, Kopfhörer, das läuft alles hier runter, geht dann aufs Mainboard. Dann habt ihr hier den ATX-Stecker, einfach nur für die Stromversorgung vom Mainboard und hier den USB 3.0-Stecker mit dem Kabel zusammen. Und hier unten haben sie die ganzen Kabel reingestopft, die halt hinterher nicht mehr benötigt worden sind. Die holen wir an der Stelle auch mal raus. Wir haben hier so ein paar SATA-Anschlüsse, falls ihr noch irgendwie eine Festplatte hier unten einbauen wollt, also eine HDD oder eine SSD, die könnt ihr noch locker hier reinpacken. Und dann habt ihr noch so ein Kabel hier, das kann dann für eine Grafikkarte genutzt werden mit maximal 2x8 Pin. Also wenn ihr jetzt wirklich eine 6650 XT da noch reinbauen wollt, dann geht das auch noch mit diesem 500 Watt Netzteil, das passt schon. Das ist immer diese Thematik, was ich sage, modulare Netzteile, dann würden die Kabel nicht da unten reingestopft werden, sondern würden einfach weggelassen werden und bei Bedarf kann man die dann dazu stecken, sofern man noch irgendwie was erweitern möchte. Hier wird es jetzt unten reingestopft, ist aber nicht schlimm, klappert nichts, alles gut. Das war jetzt erstmal alles zu dem Aufbau des PCs, was da drin ist und was das Kabelmanagement angeht und so. Irgendwie hätte ich Bock, noch diesen Arctic da reinzubauen. Den hatte ich noch hier rumfliegen, der ist auch unbenutzt, der ist noch relativ neu. Und den würde ich einfach hier vorne reinpacken. Klar, technisch gesehen macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil es eine geschlossene Fläche ist und der Luftstrom nicht verbessert wird. Aber da ist halt RGB dran. Und das Mainboard, habe ich eben gesehen, hat auch RGB-Steckplätze. Könnten wir eigentlich machen, haben wir noch ein bisschen Beleuchtung da drin. Wie gesagt, den PC könnt ihr gewinnen. Ich sage euch gleich noch wie, nur vielleicht packe ich den noch mit da rein. Sieht halt optisch dann vielleicht noch ganz geil aus. Noch eine kurze Sache, was noch mitgeliefert wird. Erstmal, also der war super verpackt. Der war im Originalgehäusekarton. Da drin war dieser Schaumstoff, mit diesem Abdruck. Da, boah, das ging scheiße raus, sage ich euch. Meine Güte, dass ich das mal da rausgeholt hatte. Ich hatte echt Angst, dass ich was kaputt mache, aber egal. Auf jeden Fall war der im Originalgehäusekarton und nochmal in einem Umkarton. Also das war ganz cool. So geht definitiv nichts kaputt, wenn DPD mit dem Ding nicht Fußball spielt. Ne? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Was aber noch dabei war, und das fand ich ganz nett, war ein Foto des Mainboards und quasi der Grafikkarte. Gut, hier die WLAN-Anschlüsse, die braucht ihr nicht. Das Ding hat kein WLAN. Hier wird quasi erklärt, wo ihr was anzuschließen habt. Und das finde ich echt gut, weil Leute, die einen Fertig-PC kaufen, haben ja meistens wirklich nicht so viel Kenne davon. Und hier steht wirklich alles beschrieben mit Tabelle und so, wo man was anschließt. Es ist hinten sogar ein Aufkleber auf dem Rechner drauf gewesen, dass ihr bitte das Monitorkabel an der Grafikkarte anschließt, weil ihr natürlich in Versuchung gelangen könntet, hier am HDMI das anzuschließen, was ja falsch wäre. Also auf jeden Fall über die Grafikkarte. Solltet ihr das Ding irgendwie zurückschicken wollen, steht hier eine Verpackungsempfehlung, wird alles nochmal erklärt, ist auch ganz geil. Dann haben wir hier noch einen Zettel, häufig gestellte Fragen, eine FAQ, wenn man so will. Und da steht halt, mein Monitor zeigt kein Bild an, sollte ich Verpackung aufbewahren, der PC muss eingeschickt werden, welche Informationen sollte ich beifügen und so. Das ist ganz cool, die sind auch immer beidseitig bedruckt. Da werden auch so allgemeine Fragen dann beantwortet, wie mir wird weniger Festplattenspeicher angezeigt, als ich gekauft habe, habe ich etwa eine zu kleine Festplatte bekommen und solche Geschichten. Das sind wirklich Fragen, die scheinbar häufig gestellt werden. Und dieser Zettel ist einfach dabei und klärt einen dann komplett auf. Also ich finde das wirklich irgendwie ganz nett, weil das sind so Fragen, die haben wir auch ganz oft bei uns auf dem Discord und dieser Zettel liegt ja nicht umsonst dabei. Ne? Und echt eine coole Nummer eigentlich. Ich meine, ja, es ist nur ein DIN A4 Blatt, aber ich habe das bisher bei keinem Systemintegrator gesehen und sowas hilft dem Kunden dann vielleicht wirklich schon mal weiter. Da muss er nicht anrufen, E-Mail schreiben oder auf unseren Discord kommen, sondern liest einfach den Zettel und denkt sich, okay, alles klar. Bevor wir jetzt zu den Benchmarks kommen, erzähle ich euch eben noch, wie ihr dieses Teil gewinnen könnt. Und das ist relativ easy, schreibt einen Kommentar. Schreibt bitte einen ausführlichen Kommentar. Nicht sowas, ich will gewinnen oder brauche ich oder so, sondern wirklich mal, was ihr von der Kiste haltet. Ihr seht ja gleich, wie gesagt, die Benchmarks und die haben mich teilweise wirklich überrascht. Also das war echt krass, unter anderem mit Far Cry 6, aber das seht ihr ja gleich noch. Also schreibt einfach einen Kommentar. Das lässt sich natürlich auch super als Office-System benutzen, Multimedia-System. Ihr könnt das bei euch irgendwie an Fernseher im Wohnzimmer anschließen, könnt darüber alles gucken, YouTube, Netflix, klar, ne, sofern ihr dann einen Account habt. Und zum Zocken kann man die Kiste eben auch nehmen. Zum Beispiel auch, wenn man da Lust drauf hat, im Wohnzimmer als Super Nintendo Emulator oder so. Es gibt ja Emulatoren, die installiert man dann einfach da drauf und dafür reicht die Leistung dicke. Wenn man mal ein bisschen mit Freunden und so spielen will und hat die Originalkonsole nicht, hat aber die Spiele natürlich zu Hause, das müsst ihr ja bei den ROMs, wenn ihr die runterladet. Ne, das ist ja nur eine Sicherungskopie. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber für sowas ist es halt geeignet.
Das ist eigentlich ganz geil. Und eine Sache noch vorweg, bitte nicht auf diese Telegram-Bots irgendwie reinfallen. Wenn da steht, add me on Telegram oder so, nein, ich gebe das in den Kommentaren bekannt. Derjenige darf sich dann bei mir auf dem Discord melden. Es dauert ungefähr eine Woche, dann wird er ausgelost. Und dann seid ihr good to go. Nicht, dass ihr da irgendwie auf Telegram irgendwie eure Adressen oder so weitergebt, ne? Kommen wir zu den Benchmarks. Hier haben wir jetzt Counter-Strike Global Offensive. Das ist der Workshop, wo man die FPS testen kann. Ihr seht oben links in der Ecke 200 bis 300 FPS, keine Seltenheit. Ihr müsst aber noch ein bisschen was draufrechnen wegen der Aufnahme. Hier hätten wir jetzt noch PUBG. Da könnt ihr auch ganz locker noch 20 bis 30 FPS draufrechnen, weil die Aufnahme wirklich sehr viel Leistung zieht. Aber da seid ihr auch mal so bummelig bei 80 bis 90. Wenn ihr jetzt die 30 noch draufrechnet, auf jeden Fall über 100 FPS auf geringen Einstellungen. Hier haben wir Valorant, auch auf mittleren Einstellungen, alles in Full HD übrigens, da seid ihr so bei 120 FPS, 130 FPS, kommt immer auf die Szenerie an. Dann hätten wir hier War Thunder, War Thunder läuft so auf 130 bis 150 FPS, wie gesagt, die Aufnahme zwackt sich noch ein bisschen was ab. Far Cry auf den geringsten Einstellungen, aber Full HD, erreicht tatsächlich im normalen Gameplay so um die 50 bis 60 FPS, kommt immer auf die Szenerie an. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal den normalen Far Cry Benchmark. Da haben wir jetzt ganz normal den Ingame Benchmark laufen lassen. Die Aufnahme lief zum D-Zeitpunkt auch noch. Deswegen blende ich euch hier jetzt einfach mal den Screenshot vom Endergebnis ein. Und da seid ihr im Durchschnitt bei 70 FPS auf geringen Einstellungen in Full HD. Ich hab's getan. Ich habe den Arctic reingeballert. Ihr könnt euch natürlich noch einen zweiten reinbauen. Da ist auch so ein T-Stück-Kabel mit dabei. Die Farbe könnt ihr frei einstellen über die ASRock-Software. Und ja, mit zweien sieht es wahrscheinlich noch besser aus, aber ich habe jetzt nur den einen gehabt und ich denke, das macht schon ein bisschen was aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, jetzt folgt auch noch irgendwann das 10.000er Special mit diesem Dubaro-PC, den wir da konfiguriert haben. Bleibt einfach auf dem Laufenden. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, wir müssen noch die Benchmarks machen und so. Ich hatte jetzt zwei Monitore bestellt in 4K, die aber irgendwie nicht ankommen wollten. Jetzt muss ich mir woanders einen besorgen. Deswegen zieht sich das alles noch so ein bisschen, wundert euch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.